So. Ja, heute brennen halt alle. Jetzt kann ich gut gehen. Katze, bist du Störsignal? Kann ja sein. You think you can fix this by apologizing? The Desiants marked you as their enemy. As long as you are here, this village will never be at peace. Okay, sagst du. Do you understand? Hm, klar. Wait a minute. You're going to exile him? Yes. That's not fair. Lloyd didn't do anything wrong. He just saved Marble. Any involvement with the ranch is forbidden. There are no exceptions. Mm-hmm. So it's okay to let people die at the human ranch as long as the village is safe? The people at the ranch are just going to rot there anyway. Yes. Had you not done something so stupid, they'd have been the only ones that died. You humans are all the same. That's enough, Genus. This was my fault. Na, Kleen ist auch ein... Nee. Kleen ist ein Elf, glaube ich. Die Seins sind so teilweise Halbelfen. I'll leave. They're surely you have to be so strict on a child. Die Menschen sind Menschen. What are you saying? Do you realize how many people died here because of him? It's not Lloyd's fault. Und Lloyd ist Lloyd. So it's my fault. But it's and besides. Also wie gesagt, es gibt jetzt auch ein Knacken hier, das ist aber nicht Mikro, ne? Das ist ein Game. Wartet mal, Leute. Klickt ihr das mal schnell durch hier? Ja, ist okay, Alter. Mach, guck zu. Wie gesagt, das ist die Anfangsgeschichte. Wir verfolgen jetzt Kotlet und suchen. Marble ist tot. Da haben wir jetzt halt den Stein von ihr bekommen. Wenn die Menschen. Ja, wenn die Menschen den Armreif haben, der nicht richtig der nicht richtig verpflanzt ist, beziehungsweise mit der Schutzfassung, dann ist er vorbei. So, wie ist der Sound jetzt? Habt ihr Störgeräusche? Habt ihr ein Knistern und Rauschen? Ihr wisst schon, das war das Feuer im Hintergrund, oder? Dass das geknistert. Ja, das war das Feuer. So. Das Spiel ist über 20 Jahre alt. Und meinst du, was die Fair-Effekte genommen? Wir haben bloß irgendeine Rascheltüten genommen, die zusammengeknüllt. Das waren die damaligen Soundeffekte. Also, Mädels. Das Spiel ist älter als ihr wahrscheinlich. Was bei uns keinen Sinn ergibt, aber ist egal.
Nur mal so, die erste, die heute geht, da raiden wir auch. Ich weiß noch nicht wohin. Aber heute machen wir vielleicht einen Krypto-Stream. Mal gucken. Wir werden jetzt so mittelmäßig am Fahrdorf, also wir brauchen, ich glaube, noch gut 4-5 Stunden, bis da überhaupt noch was ordentlich zusammenkommt. Ja, Blackhead, wenigstens hast du erkannt, wenigstens hast du erkannt. Damals gab es noch Kino. Haben wir schon Headsets? Ja, doch, Headsets gab es schon. Aber die waren so 45. Ja, könnte leck schön am Arsch, ist immer schön. Jetzt leg mal ganz gerne. Widerlich. Jetzt muss man ein bisschen Geld verschwenden, weil jetzt Farm hat ja gefühlt gerade. Level 7. Oh, jetzt sind sie schon Level 8. Ah, Tiere, oh no. Ich will nächstes Mal auch mal probieren, wie das war mit den Special Moves. Ich wollte so ein bisschen was machen. Boah, ich wollte mal noch rüber. Cool. Die Melle kommt ein bisschen oft, oder? Ich will noch mal einstellen die Tage. Hi! Hey, Cyril! Du? Haben wir dich überlesen? Nee, ne? Was habe ich geschrieben? Könnt die Texte mehr oder weniger bearbeiten, dann müssten wir mal in Discord oder so irgendwann quatschen, wenn ihr irgendwann mal Bock habt, und dann können wir die Texte durchgehend auch. Weil ihr mit meinem Twitch-Account da rein müsst, oder? Mein Steam-Account, ja klar, würde das so viel Sinn machen. Ey, kannst du putz dich nochmal tot? Alles Otzen. Der kann herkommen wegen einem Heilungbauer. Was ist los hier, Junge? Und wo ist Heilung hier? Nee, hier nicht, oder? Was regt mich auf? Jetzt hört doch mal nicht so. Ich meine mal rein theoretisch, nehmt euch ein technisches Gerät eurer Wahl, kriegt dann meine Daten zum Einloggen einmal, denn dann könnt ihr darüber die Scheiße bearbeiten.
Ich könnte die sogar aussuchen, ob Owen Stream-Element oder Streamlet. Ja, so jetzt doch nicht. Also erstmal überlegt ihr euch, welche technischen Geräte ihr überhaupt dafür nutzen wollt. Ob den Lappy, ob den Smarten, die am Fahrten könnt, könnt ihr gerne machen. Wieso wollt ihr mir direkt Geld überweisen? Hör mal, let's go, kennt euch. Ein Spermium. Warte, wie ich hier wo? Achso, ich nochmal Wald. Ah, ich werde verfolgt. Achso, doch, achso. Miezekatze. This is gonna be a piece of cake. No way. Sturz ja Sinn. Junge, ich sag's dir, voila! Oh, noch eine Mietkatze. Reinforcement! So. You picked the wrong guy to mess with. Not wrong guy, ich bin super guy. Monsieur guy. Extra guy. Gut, die Pflanze kacke ich nochmal an hier oben. You're gonna regret this. So. You picked the wrong guy to mess with. Aber wieso Black Cat hat doch schon eine PS5? Und das Series X? Nee, die will der nicht. This is gonna be a Dann lurk mal, zieh zurück. Dann lurk mal. Schön, dass du da bist. Hallo und so. This is gonna be a piece of cake. So. You picked the wrong guy to mess with. Ich habe gesandwiched. Scheiße. You're gonna regret this. Get him. Sword down. So. You picked the wrong guy to mess with. Zack. Zum Hochhielen immer. Doch nicht lang gewesen. Sehr schön. You picked the wrong guy to mess with. Na, und er verkackt. Kochen verkackt, Kochen verkackt. Ich kann nicht nur.
Ah, cool. Ich habe kein Hausverbot, ich habe Bauchverbot. So, wollen wir noch was wieder mit ab. Hallo! This is gonna be a piece of cake. Ja, von so einer Höhe kommt er ja, hätte er schon falsch ankriegen müssen. Wird umwartet. Wir sind ja am Meer. This is gonna be a piece of cake. Just as I expected. Schön, Mikro ist mal aus gewesen. So, dann kann man auch schon mal was geben. Und dann kann man. Wir können natürlich so speichern. Das läuft ja. Kochen. Items. Wollten wir hier gerade ein bisschen was nehmen? Naja, gut, vielleicht ein bisschen. Wir sind eh mal wieder verbrauchen, weil irgendwann ist dann halt was vorbei. Ach, jetzt hat gar nicht geguckt, was ich gucken wollte. Na, gut, ein bisschen braucht noch, dann bin ich auch wieder Level OP. So. Also nimm ich mal Nase. Nimmst du mich? Guck mal, danke. Bescheid. Was guckst du? Walla, was Problem? Wrong
mess with. Die Katze guckt. Ganz komisch. Wie creep. Bestimmt planen sie gleich einen Massenmord oder einen Suizid. Oder eine Kombination. Wieso? Oh, tut mir leid. Ich wollte nur mal sehen, wer hier ist. Im Moment niemand außer mir. Seid ihr auf einer Pilgerreise? Wir? Pilgerreise? Ja, sowas ähnliches. Ah, das ist sehr löblich bei so jungen Leuten. Ruht euch doch ein wenig aus. Danke. Was? Es ist sicher nicht leicht, aber ihr dürft euch nicht entmutigen lassen. Sind wir hierfür da oder was? Nee, danke. Okay, also hier ist einmal Heilstation. Danke! Wir können trainieren, bis wir geklappt sind. Brauchen wir zwar nicht, aber. Sehe jetzt noch lange nicht. Was los, Speckling von Specklinghausen? Katze. Und Glückwechsel, ne? Junge. Voila. Wow. Und den Schädel eingeschlagen. Na toll, Cliffy heult. Hast du den Maul? Guck mal. Deine Tasche ist offen. Du hast sie wahrscheinlich selbst fallen lassen. Oh, danke, Mensch. Lass es sehen. Es ist ein Brief vom Papst. Oh, von dir? Ja, ich frag mich, was drin steht. Lieber Lloyd, hast du den Reiseführer gelesen? Darin sind die wichtigsten Zwergeregeln. Ach, das müssen wir gerade nehmen, ne? Darin sind die 7 wichtigsten Zwergenregeln verzeichnet, sowie Informationen, die ihr für eure Reise braucht. Macht von diesen Informationen Gebrauch und beschützt bitte Kotlet. Es sind 14 Jahre vergangen, seit ich dich gefunden und aufgenommen habe. Du solltest kaum laufen. Ich weiß noch, wie sehr du dich vor mir gefürchtet und wie du geweint hast. Und jetzt ist ein starker Schwertkämpfer aus dir geworden. PS. Da es nicht im Reiseführer steht, erkläre ich dir in diesem Brief, wie Erfahrung Gammon verwendet wird. Lies den Brief sorgfältig durch und zieh ihn gegebenenfalls zu Rate. Um eine Erfahrungsfähigkeit zu aktivieren, wähle zuerst das entsprechende Menü aus und danach den Charakter, dem sie zugewiesen werden soll. Jeder Charakter kann über maximal 4 Erfahrungsfähigkeiten verfügen. Wähle einen Slot für Erfahrungsgemmen und drücke X. Um die Fähigkeit blablabla. Es gibt 2 Arten von Erfahrungsfähigkeiten. S-Typ, Schlagtyp und T-Typ, Tech-Typ. Abhängig vom Typen werden alle Charaktere jeweils andere Fähigkeiten lernen. Ob du deinen Charakter als S- oder T-Typ anlegst, bleibt dir überlassen. Sobald du eine Erfahrung-Gem ausgewählt hast, kannst du sie nicht mehr entfernen. Du kannst aber eine neue Erfahrungs-Gem in ihren Platz setzen.
Wenn du eine neue Erfahrungsgem aktivierst, ist die alte Erfahrungsgem verloren und die Fähigkeit verschwinden. Das dauert jetzt ein Weilchen. Wenn du mehr Erfahrungspunkte. Danke.